Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Risen 1 in einer neuen Aufnahmesession. Ja, ich war jetzt ein bisschen unregelmäßiger mit der Aufnahme, es tut mir leid. Ich meine, bis ihr diese Folge seht, da habt ihr wahrscheinlich die vorige Aufnahmesession im Anschluss noch gesehen mit der schlechteren Qualität, beziehungsweise ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich jetzt hier rumgefummelt habe insgesamt, damit der Sound wieder so ist wie jetzt. Das ist unfassbar. Also Windows 10 ist echt ein Fluch, den Let's Player für jedes Aufnahmegerät beziehungsweise für die Soundkarten allgemein und mit dem Mikrofon, Großmembran etc. Es ist halt einfach zum Kotzen, wenn ich ehrlich bin. Aber es hat jetzt geklappt. Ewig rumgefummelt, ewig gemacht. Ich hoffe, dass das jetzt von der Soundqualität wesentlich besser ist. Es tut mir echt leid, dass die vorigen Folgen so hallig waren und überhaupt, ja. Dank Corona habe ich jetzt auch die Zeit, mal ein bisschen hier rumzufummeln. Ja, das ist auch das Stichwort. Ich habe jetzt natürlich auch etwas mehr Zeit zum Aufnehmen, kann das jetzt auch alles so machen. Wie der ein oder andere weiß, ich komme aus NRW, ich komme aus dem Hotspot des Coronavirus. Aber es ist alles gut, mir geht's noch gut. Keine Ahnung, kann sich natürlich bis zur nächsten Aufnahmesession ändern. Versuche immer zu Hause zu bleiben, wie es halt geht. Klar, nur einkaufen und so, das Nötigste. Aber ich bin jetzt keiner, der draußen rumläuft oder sonst was. Von daher alles gut, mir geht's gut und hoffe, euch geht es gut und bleibt vor allem gesund. Ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? Nein, ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Eine Botschaft? Gut, ich werde sie dem Inquisitor überbringen. Nein, ich muss selbst mit ihm sprechen. Na schön. Inquisitor Mendoza ist in der Heiligen Halle. Während deines Aufenthalts darfst du dich in der Festung frei bewegen. Ich hoffe für dich, du weißt dieses Privileg zu würdigen. Wie komme ich zur Heiligen Halle? Es ist wohl besser, wenn ich dir eine Karte gebe, damit du dich nicht verläufst. Umso besser. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Jedenfalls vorerst nicht. Was? Glaubst du, ich öffne für einen Banditen das Tor? Erst einmal bringst du deine Botschaft zu Mendoza. Dann sehen wir weiter. Mal sehen. Ja, jetzt hat er mich hier mitten in meinem Wort unterbrochen. Aber nee, soweit alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall wieder aufnehmen zu können. Und vor allem auch die anderen Projekte noch aufzunehmen. Neben Risen, dass ich Nordgard zu Ende bringe. Ja, ich habe gesehen, Dungeons 3 hat ein weiteres DLC, das wollte ich natürlich auch noch zeigen, plus Dungeon Keeper 2 wollte ich noch zeigen und The Long Dark, viele Leute warten drauf, ich hatte ja wie gesagt nie die Zeit und wenn, dann hatte ich ja diese Tonprobleme, mit diesem Problem wollte ich natürlich nicht The Long Dark aufnehmen, das ging natürlich gar nicht. Ja, ich hoffe, jetzt ist alles okay. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich hoffe, die Aufnahme ist gut. Ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Ich habe jetzt hier keine aktuellen Zahlen zu lesen mit prozentual Aufrufwerte etc. Dies, das, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich kann nur eins sagen oder an die Vernunft der Leute appellieren, die mich halt schauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Wenn es euch gefällt, auch gerne ein Like. Wenn ihr was zu sagen habt, schreibt Kommentare. Eigentlich sind das ganz normale Dinge, aber ihr wisst selber, der eine oder andere, ich muss natürlich immer darauf hinweisen. Das mit den Likes kenne ich halt selber, vergisst man halt auch mal, wenn es einem trotzdem gefällt. Wenn es einem nicht gefällt, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten machen und auch gerne schreiben, warum, weshalb, wieso. So, wir sind aber auf jeden Fall jetzt wieder zurück hier in Risen. Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben die regionale Karte. Ah, ja, ist halt hier komisch aufgebaut, ne? Heilige Halle ist wahrscheinlich oben rechts. Dann haben wir hier, ja, ganzen Posten halt. Wir gucken uns das alles mal in Ruhe an. Kann ich jetzt hier, ihr wisst ja selber, ich bin da mal wieder typisch extrem, wieder alles mitnehmen. Ich hoffe, wir können ja viel klauen. Hier steht etwas über Magie. Weisheit ist gestiegen. Kollege, du machst ja immer deine Runden da, ne? Hier ist alles in Ordnung. Kann's gehen. Verschwinde. Er ist doch eben die ganze Zeit rumgerannt. Das habe ich ja gesehen, während ich erzählt habe. Dass der hier immer von links nach rechts rumgewandert ist. Ich möchte gerne mal schauen, was hier in der Eingangshalle in der Truhe ist, Kollege. Will er mich verarschen? Ist hier eben die ganze Zeit rumgewandert. Stand hier mal kurz und dann ist er wieder rumgewandert. Und jetzt ist er die ganze Zeit da oben.
Na gut, dann halt irgendwann anders. Ein Apfel, den wollen wir nicht stehlen. Bruno. Hey, wenn du mit Mendoza sprichst, sorg doch mal dafür, dass wir Bier bekommen. Du willst nicht wirklich, dass ich das dem Inquisitor sage. Wo ich so drüber nachdenke, vergiss es einfach. Wie komme ich hier wieder raus? Genau das habe ich auch gefragt, als sie mich hier reingeworfen haben. Aber keine Sorge, irgendwann werden sie das Tor öffnen. Irgendwann? Das klingt so weit weg. Nun, Meister Ignatius entscheidet, ob das Tor geöffnet wird. Also mach dich nicht verrückt, sondern sieh dich erstmal in Ruhe um. Ja, wir haben Zeit. Wer ist Meister Ignatius? Wer Meister Ignatius ist, willst du wissen? Wenn Meister Ignatius sagt, das Tor wird geöffnet, dann wird das Tor geöffnet. Er ist also der Chef. Ja. Ja, ganz genau. Er ist der Chef. Er ging mit dem Ding. Zumindest war er der Chef, bis der Inquisitor gekommen ist. Der hat nämlich jetzt das Kommando. Aber glaub mir, der schert sich nicht um uns Rekruten. Der berühmte Mendoza. Ja, ich vermute mal. Aber das war ja in Wizards so, ich habe jetzt schon lange nicht mehr aufgenommen, weil ich das letzte Mal so übelst gesuchtet habe. Ich glaube, das war ja so, dass nicht immer alles unbedingt gleich stehlen ist, ne? Das hatte ich ganz außer Acht gelassen. Manches ist ja wiederum stehlen, manches ist dann wiederum voll okay. Ist ja, wie wir wissen, ist das ja immer so merkwürdig. Boah, dann können wir hier alles mitnehmen. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn der Apfel jetzt Diebstahl gewesen wäre. Aber hier bin ich jetzt ein bisschen kritisch, weil das ist ja so eine pompöse Truhe, sag ich mal. Ist doch bestimmt nicht so. Ach, und nochmal. Nein, ich bin hier gerade dabei, Dietrich das aufzuknacken. Mitzunehmen. Ach, der ist auch weg, gerade in dem Moment. Was für ein Zufall. Ich habe da echt nicht nachgeguckt. Ich dachte jetzt einfach so, ach komm, das wird schon gehen. Taylor. Hab ich das richtig gehört? Du willst mit dem Inquisitor sprechen? Aber wir sind mal nett. Ja, ich habe eine wichtige Botschaft für ihn. Habt ihr alle Monster besiegt? Sind die Gefahren gebannt? Willst du wirklich wissen, wie es draußen aussieht? Lieber nicht. Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Mhm. Meister Ignatius, wie? Bruno erzählte mir von ihm. Keine Sorge, du wirst ihn schon noch treffen. Das werde ich wohl. Aber Kollege, kann ich hier noch mal ein bisschen was mitnehmen? Ist okay. Ich muss jetzt halt immer speichern. Ich bin mir nicht sicher, was hier geht und was nicht. Ich meine, ich bin jetzt hier hinter ihm gerade die Truhe am Knacken. Aber stört ihn anscheinend nicht. Oh, nochmal ein Dietrich dazu. Das ist sehr nice. Lesen, falls ich dir mal helfen muss beim Fegen hier. Ob im Schrank alles in Ordnung ist. Jo, kann nichts rausfallen, ist nichts drin. Und hier, jo, von magischen ein bisschen Weisheit. Ja, ich bin am überlegen, ob wir vielleicht ein bisschen auf Magie oder erst später. Wir wollten ja hauptsächlich, das will ich auch so definitiv beibehalten. Ich will jetzt hier nicht 10.000 Mal meine Meinung ändern. Definitiv weiter auf Bogen und Einhand gehen. Zweihandwaffen gibt es ja in der Hinsicht nicht. Cute Bunny hat mir nämlich geschrieben, versuch das doch mal mit Zweihandwaffen. Vielleicht kann ich dann irgendwann das mit einer Hand tragen. Gibt's nicht, aber ich könnte vielleicht, wenn ich irgendwann Schwertkampf allgemein erhöhe, dass dadurch meine, dass ich halt das Bastardschwert zum Beispiel in einer Hand tragen kann, kann ich mir vorstellen. Ich habe mich natürlich nicht gespoilert, das wollte ich jetzt auch nicht, aber Stabkampf werden wir definitiv nicht machen. Axtkampf wäre eventuell irgendwann am Ende des Spiels eine Ausnahme. Also Bogen und Schwertkampf sind so unsere Hauptaugenmerke. Da haben wir jetzt einfach auch schon zu viele Punkte auch hier in die anderen Sachen reingesteckt. Das werden wir definitiv machen. Ah, das finde ich doof, dass das hier Kristallmagie ist unterteilt in drei Kategorien: Frost, Feuer, magische Geschosse. Der wäre für die Allgemeine, denke ich mal, magische Geschosse am besten, weil man halt, ja, weil vielleicht das eine gegen Feuer immun oder das andere gegen Frost immun, dann kannst du magische Geschosse nehmen, beispielsweise. Ja, aber müssen wir mal gucken, das ist jetzt echt nicht wichtig. Siegel wäre schon eher cool, weil dann können wir magische Runen verwenden. Und wir haben zum Beispiel hier sowas Skelett beschwören, dafür brauchen wir Siegel Stufe 3.
glaube, das wäre eher ein Augenmerk auf lange Sicht gesehen, aber wir sind noch nicht so weit. Also machen wir mal langsam. Ordenskrieger. Jetzt haben wir die ganze Zeit geschwafelt und noch nicht weit gekommen. Ich will mir das hier auch alles in Ruhe angucken. Hier ist auf jeden Fall der Hof. Atto. Hast du mal ein Stängelkraut? Kauf dir selber was. Dann gewöhnst du dich schon mal an die Preise. Na, gewöhn du dich mal an die Preise hier. Das war deine Heilung geklaut. Da haben sie auch einen Schmied, wie ich sehe. Bevor ich jetzt hier weiter mit den anderen rede, ich will mal ganz kurz nur gucken. Ach, das ist anscheinend eine Arena. Und hier sind ein paar Hühner, die können wir ja... Ne? Tucker. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Haha, was für ein Hohn. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst anziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Und was glaubst du, wird passieren? Das weiß nicht mal der Inquisitor. Aber eins ist klar. Wir Rekruten sind die Ersten, die dran glauben müssen. Ich kann euch ja die Arbeit ein bisschen erleichtern, indem ich euch von den Hühnern befreie. Dann müsst ihr da nicht mehr so nachschauen. Und was machst du? Ich denke mal, das kommt euch zugute. Grünblatt, hier haben wir so ein bisschen noch Natur sogar. Also siehst du mal, die sind ja nicht ganz eingesperrt hier. Natur pur haben sie hier. Ja, guck, Wetterkristall raus aus dem Berg. Das wird die Arena sein. Warum auch immer hier so Knochen sind, das finde ich jetzt ein bisschen albern so, ne? Also warum sollten die denn der Knochen von toten Menschen in der Arena liegen? Das ist ja, ne? Das ist ja keine... Orks oder sowas. Das sind ja einfach nur Leute in so Sektenspinner. Okay, das kann man anscheinend mitnehmen. Ich bin mir da halt nie so sicher, was man mitnehmen kann, was nicht. Ich vermute mal, das hier wird schon eher privat sein. Oh, es rappelt hier in der Kiste. Geschafft. So. Holzschmiede. Mal, ob da was aus dem Schrank fallen kann. Nee, kann nicht. Gut, ja, dann haben wir hier auch mal aufgeräumt. Da siehst du, er kam schon angerannt. Das fand der Carlsen nicht so geil. Aber mal gucken, ob ich Carlsen seinen Mittagssnack hier wegbauen kann. Oh, das geht wohl. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Was willst du? Hast du auch richtige Waffen? Was würdest du davon halten, wenn ich dir mal eine von meinen Waffen um die Ohren haue? Dann wirst du schon sehen, wie gut die sind. Schon gut. Was hast du denn so für Waffen? Ich habe so einiges. Aber es gibt nichts umsonst. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Alles, was du so gesammelt hast, nehme ich in Zahlung. Was kannst du mir anbieten? Wahrscheinlich gar nichts. Wir kämpfen hier mit Stäben, nicht mit Schwertern. Aber wir können handeln. Mehr kann ich nicht für dich tun. Was ist mit Schmiederohlingen? Kannst du welche besorgen? Ich verkaufe nur noch meine Lagerbestände. Hier in der Vulkanfestung ist einfach kein Bedarf dafür. Ich könnte dir welche herstellen. Allerdings müsstest du die Rohstoffe schon selber herbringen. Ah, das können wir ja schon. Lass uns handeln. Du hast also nur Mist für uns. Was will ich denn mit so einem Speer? Hast alles nicht gebrochen. Also bei ihm kann man halt Sachen verkaufen, aber wir brauchen momentan kein Geld, dass ich jetzt sage, jo, wir nehmen jetzt alles, was du hast. Das, der Bronco ist also der Ausbilder, sag ich mal. William. Du kommst aus dem Sumpf? Dann kennst du bestimmt meinen Bruder Beppo. Ja. Klar kenne ich Beppo. Lass dich nicht von ihm ärgern. Er ist ziemlich mies drauf. Aber das war schon immer so. Deine Mutter haben wir gesehen, genau. Deine Mutter Tilda hat nach dir gefragt. Wirklich? Meine Mutter? Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, sie ist in der Hafenstadt. Ah, sehr gut. Das ist der richtige Ort für sie. Danke für diese gute Nachricht. Sehr gerne. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Sehr gut. Du eigentlich hier? Du bist ein Bronzkrieger. Okay, Bronco. Sieh an, ein Bandit. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber lass meine Rekruten in Ruhe. Sieht selber aus wie ein Bandit. Wenn wir mal ehrlich sind, oder? Guck dir den mal an. Vom Aussehen her. Aber das ist natürlich hier auch ein passender
Screenshot für die Location hier. Vitus. Ein Kämpfer der Banditen? Nun gut, ich bin Meister Vitus. Solange du dich anständig verhältst, bist du uns willkommen. Aber wenn du gekommen bist, um Streit zu suchen, verpassen wir dir die Prügel deines Lebens. Ja. Was genau heißt anständig? Hallo, Kollege. Halte dich aus den Kammern fern. Lass deine Finger bei dir und fang keinen Streit an. Räum doch nur auf. Ich sorge doch nur dafür, dass ihr weniger Arbeit habt. Ich weiß nicht, was ihr immer habt. Hängt sich aber auch an. Hättet euch aus den Kammern fern, sagt er. Hm. Oh. Auf die Windows-Taste gekommen. Entschuldigung. So. Hättet aus den Kammern fern, sagte er. Kollege, Kollege. Mit wem redest du hier? Extreme, der Meisterdieb. Hallo, Wache da hinten. Hi. So, voller Käse hier. Zack, auch hier alles mitgenommen. Den Feind ja quasi ein bisschen einschränken. Da ist auf jeden Fall einer drin, aber ich will gucken, ob ich hinter seinem Rücken andere eventuell mitnehmen kann. Kommen jetzt hier rein? Nee. Glaube ich schon zu dreist, oder? War ich ja lieber nochmal. Ich weiß, ich bin ein bisschen übervorsichtig, aber bin mir jetzt gerade nicht sicher. Vielleicht kann ich die Sachen ja auch legal mitnehmen. Ist gar kein Diebstahl. Zu tief. Ich mach. Okay, also. Ich kann ein bisschen noch was mitnehmen, der Rest ist natürlich jetzt ein bisschen sehr übertrieben, ne? Ein bisschen sehr dreist. Gut, einerseits wäre es cool gewesen, wäre ich in der Nacht angekommen, wie zuletzt. Ich habe ja dann nochmal die Zeit rumgebracht. Also zum Plündern wäre das dann natürlich cool gewesen, weil alle schlafen. Aber ich wollte natürlich mit allen bekannten Personen reden, mit da, wo sie halt normalerweise sind. Hey, Harlock. Wer hat dich denn hier reingelassen? Wieso? Du bist kein Rekrut. Du etwa? Ich bin der Koch. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja. Pass auf. Drei Rekruten sollen eine Ruine untersuchen. Der erste geht rein. Nach einer Weile kommt er blutverschmiert wieder. Die anderen fragen besorgt, hör mal, was ist denn passiert? Den kenne ich schon. Ich würde ihn immer hören. Wäre bestimmt cool gewesen. Was gibt's zu essen, Koch? Dein Teller bleibt leer. Was? Komm schon, ich hab Hunger. Hier, nimm einen Apfel. Oder geh zu Kaspar. Der hat doch immer was. Wer ist Kaspar? Und wo finde ich ihn? Kaspar ist einer der Novizen. Er fegt unten die Schlafkammern. Was will Kaspar? Ja, dann, dann halt ich. Muss ich halt nehmen, was ich kriegen kann, ne? Ich weiß, wir sind in dieser Folge oft am Speichern. Oh, es ist alles für das gemeine Wohl, sag ich mal. Da man ja in Zeiten wie dieser nicht mehr zusammenrücken darf, muss man halt Dinge aus der Ferne erledigen. Distanz wahren. Ich sorge dafür, dass wir Distanz wahren. Ja, jetzt gerade im Weg, wenn ich jetzt hier rein will. Gehabt. Bügel. Ja, das wären auf jeden Fall schon mal die ersten Quartiere hier. Jede Menge Schweine.
Der Fred, was? Fred? Unser Freund heißt doch Fred. Was ist los? Was denn? Dann können wir da wohl nicht so einfach weg. Es sei denn, ich würde ihn töten oder so, aber das will ich jetzt nicht. Und nochmal von vorne. Geschafft. Hey, du! Was schleißt du da rum? Reicht doch nicht rum. Irren. Säge, Schaufel und ein Schrank. Oh, das ist nice. Auf jeden Fall zum Kochen sehr gut. Hat sich ja mal gelohnt hier. Also die Vorratskammer der Leute hier. War schon cool. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Halt! Ich bringe eine Botschaft für deinen Chef. Also lass mich durch. Wenn du glaubst, dass du hier irgendwelche Rechte hast, liegst du falsch. Also mach keinen Ärger, sonst bist du Futter für die Schweine. Hast du das verstanden? Lass mich durch, du Nachtwächter. Ja, alles klar. Ich werde mich benehmen. Gut, du kannst passieren. Na gut, da gehen wir aber noch nicht hin. Wir haben jetzt noch genug andere Ecken, die wir abgrasen können. Ich will jetzt hier nicht schon da lang. Sieht doch eindeutig wie ein Ausgang hier aus, ne? Wahrscheinlich nur von innen öffnen als Geheimgang. Ach, hier sind noch mehr Stuben, wo wir aufräumen können. Umso besser. Arbeitslos wird man hier jetzt nicht. Taubhaufen. Also quasi eine Novizenaufgabe hier, hä? Immer zu fegen. Nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Nein, ist. Wer sagt's denn? Jo, also Wertsachen kriegt man hier schon mal, ne? Kann man ja schon mal positiv auf jeden Fall festhalten. Loot gibt es hier gut. Ich mach die mal einfach alle weg, falls wir dann so eine Quest kriegen, so von wegen, hilfst du mir beim Saubermachen oder, naja, normalerweise denke ich mal, wenn ich Novize gewesen wäre, hier, dann würden die sagen, ja, mach dich nützlich, das, leg die Quartiere oder so. Aber wir haben das ja quasi vorweggenommen, wir haben uns ja nicht dafür entschieden, zu denen zu gehen und auch nicht unfreiwillig dort hinzugelangen. Wollten ja Bandit sein und bleiben. Nein, nicht ins Bett. Danke bitte. So, das fegen wir auch nochmal auf. Also das lohnt sich hier schon, ne? Die Diebestour. Jetzt haben wir schon echt guten Wertsachen geplündert. Allein jetzt auch die ganzen Heiltränke und Essen und so, was wir jetzt schon geklaut haben. Davon ab jetzt mit dem ganzen Gold. Ich meine, wir haben 2500 jetzt knapp. Das läppert sich halt auch, ne? Gut, das steht da vorne einer. Das wird jetzt ein bisschen kritisch. Den speichere ich mal. Scheint aber noch zu gehen, aber hier auch wieder 80 Gold, was zu essen, was zu trinken. Ich hatte jetzt leider nicht geguckt zur letzten Aufnahmesession, wo eventuell der Ring sein könnte, den wir noch brauchen. Was soll das? Warum schleichst du hier herum? Da war sein Ring. Das ist also Kaspar. Geh mal weiter, Kollege. Was soll das? Warum schleichst du hier herum? Kann ich hier einfach so reingehen? Nee. Suchst du was Bestimmtes? Aber das scheint zu gehen. Ich will nur ein bisschen ablenken.
Ei, Brot. Legen wir auf. Vielleicht müssen wir ihnen sogar jetzt gleich helfen hier. Von wegen, der sagt so, oh, kannst du mir helfen beim Fegen? Ich bin total ausgelastet, was weiß ich. Mal sehen, wir sind ja gleich für die Quartieren fertig. Ja, das dürfte es dann gewesen sein. Immer wieder Flügel. Warum auch immer Flügel? Keine Ahnung. Was da so eine Sammelleidenschaft mit dem Flügel ausgelöst hat. Das ist natürlich praktisch, Kollege, dass du jetzt da vorne hingegangen bist. Dem muss hier auch noch rein. Das ist doch immer so einfach, wer hier. Easy. Komm, machen wir den letzten Haufen hier noch weg. Ich denke mal, das war's da mit den Quartieren. Ich gibt es ja noch die extra Quartiere für Meister oder so. Ich habe keine Ahnung. Kaspar. Hast du Kraut? Was? Du kommst doch vom Don. Wenn du Kraut besorgen kannst, ich nehme dir ein paar Stängel ab. Also, wenn du ein bisschen handeln willst, wir sind alle scharf auf Waren von draußen. Dann zeig mal, was du hast. Leere Spruchrollen. Schwache magische Heilung ist das Einzige. Dietriche. Da haben wir 17. Das ist aber auch nicht. Wir brauchen eigentlich gar nichts erstmal. Trotzdem danke. Also auf jeden Fall so Witzzauber und so. Das wäre vielleicht dann ganz gut, wenn wir nochmal welche benötigen würden. Wir haben aber noch welche da, von daher. Ohne den richtigen Schlüssel wird das auch kein nichts. Thema. Ein Badehaus. So, der Schrank ist auch aufgeräumt. Noch ein Basen. Dann war es das hier gewesen. So. Ja, das war jetzt hier dieser Gang. Also hinten kommen wir noch lang. Da sagte der ja von wegen, pass bloß auf. Sonst gibt es aufs Maul quasi. Beim Schmied. Ja, wir haben jetzt eigentlich den Vorplatz und so schon alles gut abgeräumt, ne? Haben jetzt quasi nur noch diesen Weg hier. Was ich schlecht auf der Karte zeigen. Also hier diesen Weg. Diesen Abschnitt hier mit den ganzen Gedöns. Da waren wir ja gerade. Hier kommen wir nicht lang. Da meine ich, da kamen wir nicht lang. Hier stand ja die Wache. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Abschnitte noch zu machen. Halt! Ich darf mich in der Festung frei bewegen. Ja, aber das heißt nicht, dass du überall rumschnüffeln kannst. Sei lieber vorsichtig. Einige Bereiche sind für dich tabu. Der Friedhof gehört dazu. Also verschwinde. Auf Wachdienst hätte ich ja überhaupt keine Lust. Frag mich mal. Meinst du, mir macht das Spaß, sich hier die Beine in den Bauch zu stehen? Ich sage dir, du fängst an nachzudenken. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Den Stab aus der Hand geklaut quasi. Jetzt hat er... Keinen Schritt weiter. Stock in der Hand. Ich will auf den Friedhof. Ach ja? Und warum sollte ich einen Banditen auf unseren Friedhof lassen? Wie wär's mit Braukraut? Na also. Sieht so aus, als würden wir ins Geschäft kommen. Besorg mir 2 Stängel Brauke und ich lass dich durch. Ja, wohl kein Thema. Hier sind 2 Stängel Brauke für dich. Sehr gut. Der Friedhof gehört dir. Oh, da gibt es auf jeden Fall mehr Reichtum raus als diese 2 Dinger hier. Hühner. Ach, guck mal an, da haben wir noch ein Krematorium quasi. Ja. Hier ist doch viel zu machen. Ich würde sagen, das machen wir auch, aber erst in der nächsten Folge. Dann werden wir uns hier mit dem Friedhof und mit anderen Gegebenheiten des, Visitors Heim beschäftigen, quasi mit der Vulkanfestung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es doch gerne mit dem Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abo da. Ich bin raus und sage bis dahin. Tschüss.